Könnt ihr mich schon sehen und hören? Ah, jetzt. Hallo. Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Könnt ihr mich schon sehen und hören? Ah, jetzt. Hallo. Guten Abend, ihr Lieben. Wie angekündigt, möchte ich heute gerne weiter über das Ego reden. Letztes Mal habe ich ja gesagt, dass eben durch den Eintritt in diese Welt, dass ich, das in Wirklichkeit nur existiert, sich in kleines Ich und großes Ich trennt. Dadurch geschieht ja die innere Trennung, entsteht die Dualität. Heute möchte ich darüber berichten, genau einmal sagen, wie es dazu überhaupt kommen kann. Und zwar hängt es damit zusammen, dass das Urvertrauen auch verloren geht, das jedes Baby mit auf die Welt bringt. Ich habe dazu vor längerer Zeit einen Text verfasst, was heißt, so lange ist das auch noch nicht her. Den würde ich mal im Rahmen dessen ganz gerne vorlesen. Es ist etwas einfacher für mich, als das jetzt nochmal alles nochmal aus mir selbst herauszuholen, weil es ist ja auch aus mir selbst heraus, was ich da aufgeschrieben habe. Es geht also darum, wenn Babys auf die Welt kommen, bringen sie das Urvertrauen, das ja ihnen in die Gene gelegt wird, mit. Das drückt sich dadurch aus, dass sie schreien, wenn ihnen etwas fehlt. In diesem Schreien ist das Urvertrauen darauf, dass jemand kommt, wenn es sich bemerkbar macht, denn es ist ja seine einzige Sprache, die es kennt. Dieses Schreien des Babys bedeutet nicht immer nur Hunger, doch wird es oft so gedeutet und man gibt dem Kind dann Nahrung statt Liebe und Zuwendung. So werden schon die ersten Konditionierungen gesetzt und das Urvertrauen in die Liebe gestört. Kinder erfüllen eine besondere Aufgabe in dieser Welt. Sie sind dafür da, um bedingungslose Liebe zu lehren. Doch von Baby an werden Erwartungen an sie gestellt. Ein braves Baby ist ein Baby, das möglichst viel schläft und nicht viel Arbeit macht. Schreit es viel, dann betitelt man es als Schreikind. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe ja auch zwei Kinder großgezogen. Ja, wenn die halt sehr viel am Schreien waren, hat das schon oft genervt. Und das war halt einfach so. Was für eine Bewertung, wenn man das als Schreikind bezeichnet, was für eine Bewertung für ein Wesen, das sich selbst nicht helfen kann und ganz auf die Fürsorge und die Liebe der Menschen angewiesen ist, die um es sind. Es wird geglaubt, dass die Kinder das nicht mitbekommen. Doch das ist eine Täuschung, denn das Bewusstsein von Babys ist sehr wach. Im Gegensatz zu dem, was oft geglaubt wird, dass Babys gar nicht so viel mitbekommen. Das Ganze findet aber auf einer völlig anderen Ebene statt, eben über die Bewusstseinsebene. Das findet eben nicht über die sprachliche oder materielle Ebene, sondern über die Bewusstseinsebene statt. Ja? Das bedeutet, dass sie über den materiellen Sinnen wie Augen und Ohren liegt. Jede Regung der Eltern, die nicht Liebe entspricht, erschreckt Babys, sodass sie dann erst recht weinen. Sie wissen ja nicht, warum die Mutter oder auch der Vater es jetzt ablehnt. Denn es kann nicht anders, wie nur das, was es in dem kleinen, schwachen Körper kann, schreien. Diese Ablehnung ist eine weitere, von den Eltern meistens unbewusste Konditionierung, die das Urvertrauen weiter zerstört. Das Urvertrauen, das Liebe ist und worauf jedes Kind ein Anrecht hat, sie auch zu bekommen. Und auch, dass sie nicht in ihm zerstört wird. Durch die Strukturen dieser gesellschaftlichen Ordnung gehen gnadenlos mit dem Urvertrauen der Kinder um und damit mit der Liebe. Ganz früh fängt eben auch die Bewertung. Bewertung, das Verhalten eines Kindes an. Moment. Und wird dann mit der Zu- oder Abwendung der Eltern belohnt oder bestraft, wenn es sich nicht den entsprechenden Regeln nach verhält. Die heutige gesellschaftliche Leistungsstruktur macht es nötig, dass oft beide Elternteile arbeiten gehen, sodass die Kinder oft schon viel zu früh in einen Kindergarten, zum Teil ganztags, geschickt werden. Und das kann das Kind gar nicht begreifen und fragt sich dann, ob die Eltern es nicht mehr lieb haben,
weil sie es weggeben, um etwas anderes zu machen, wie bei ihm zu sein und sich um es zu sorgen. Die ersten Angstgefühle und das Verlassensein kommen hoch. Da sind wir es völlig fremde Menschen, die ihm Angst machen. So kommt es, dass er sich nicht mehr behütet fühlt. Das ist der Punkt, wie ich schon vorgelesen habe, dass eben die ersten Verlustängste hochkommen, wo Kinder merken oder anfangen zu glauben, die Eltern lieben es nicht mehr, weil sie es eben wegtun. Irgendwo anders hin, wo sie gar nicht sein wollen. Es mag jetzt sein, dass viele denken, gut, vielleicht mein Kind ist aber gerne in den Kindergarten gegangen. Das mag ja sein, dass der Eindruck so war. Weil Kinder wollen ja gerne geliebt werden. Und sie erfüllen dann die Wünsche der Eltern, damit diese zufrieden sind und man es das Kind eben liebt. Nichtsdestotrotz ist in jedem Kind diese Verlustangst dadurch entstanden. Die nächsten Konditionierungen sind damit gesetzt und das Urvertrauen und damit die Liebe werden weiter zerstört. Es fühlt sich nicht angenommen und glaubt, es liegt an ihm, dass die Eltern es an einem Platz tun, wo es nicht hin will. Die ersten Schuldgefühle tauchen auf und dass an ihm etwas nicht ganz richtig ist. Oft klammern sich die Kinder dann regelrecht an ihre Eltern, doch das nutzt nichts. Sie müssen weiter in den Kindergarten, denn sie sollen ja auch stark und tapfer sein, egal ob sie sich schwach und klein fühlen. Eine ganz entscheidende Phase ist auch das sogenannte Trotzalter. War am Sonntag noch bei meine Tochter war da mit meiner kleinen Enkelin. 2 Jahre wird sie jetzt alt im Dezember. Da fing er auch an. Ja, das wäre ja schrecklich, dieser Trotz, der ständig in ihr hochkommt. Ja, und das würde ja so nerven. Und da fiel mir sofort ein, was ich hier geschrieben hatte. Und gerade in Bezug auf das Trotzalter. Ja. Und dann sagte ich auch zu ihm, das ist kein Trotz, das ist etwas ganz anderes. Wollte er natürlich nicht hören. Naja, habe ich es halt gelassen, ihm das zu erklären. Ja, Kinder bemerken, dass sie einen Willen haben in diesem Trotzalter und wollen ihn natürlich ausprobieren. Statt jetzt vernünftig und verständnisvoll mit dem Kind umzugehen, wird ihm regelrecht der Eigenwille zerbrochen. Denn es sollte ja schön gesellschaftsmäßig und schön angepasst sich verhalten, damit es nicht auffällt. Kinder, die eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, werden ja als verhaltensgestört dargestellt. Zu allem kommt ja auch noch die gesellschaftlich festgelegte Norm, wie Jungen und wie Mädchen sich zu verhalten haben und womit Jungen und Mädchen sich beschäftigen sollten. Ja, und das sind auch wieder, dann werden eben genau diese Programme gesetzt. Du bist ein Junge, du bist ein Mädchen. Ja, und ein Junge verhält sich so, beschäftigt sich mit diesen Dingen, ein Mädchen mit diesen Dingen. Und das sind auch die ersten Programme, die dann in Kindern hineinprogrammiert werden. Auch wenn sich das und manches heute schon verändert hat, so sind doch diese Strukturen immer noch im unbewussten Kollektiv im Bewusstsein und damit auch in den Genen vorhanden. So werden die Kinder eben in diese gesellschaftlich festgelegten Strukturen immer mehr hineingepresst und das Urvertrauen und die Liebe verschwinden immer mehr hinter dem, was sich jetzt in dieser Welt bildet. Die Ego-Struktur oder über die kleine Ich-Struktur dessen, was ich in dieser Welt behaupten will und das aus Konditionierungen, auch Verletzungen genannt und Programmierungen besteht. Wie ein roter Faden setze ich das jetzt fort, bis das Kind dann erwachsen wird. Schule muss sein, damit du einen Beruf erlernen kannst. Denn wenn du keinen Beruf hast, dann kannst du dich nicht ernähren. Und du kannst dir nichts leisten. In der Pubertät kommen dann die ersten Fragen auf, warum das Ganze überhaupt? Heute treten oft schon im Kindesalter die ersten Depressionen auf. Diese zeigen sich häufig im Ausdruck von Aggressivität. Aber auch das genaue Gegenteil kann der Fall sein. In der Schule kommt dann auch noch das extreme Bewertesystem nach Noten hinzu, unter Umständen auch noch sitzen bleiben. Die Eltern machen Druck, weil die Schule Druck macht. Ein Kreislauf ohne Ende, in dem die Kinder wie Adler im Käfig gehalten werden, damit sie nur nicht der Gesellschaft entfliehen können und sich brav einfügen,
Wer es nicht macht, wird als nicht normal bezeichnet und bekommt dann Medikamente oder Psychotherapien, um dann zu erreichen, dass ich schön brav angepasst werde. Unter diesem Druck werden die Kinder immer kleiner und manche brechen auch zusammen. Und das Urvertrauen und die Liebe verschwindet ganz. Denn kein Kind kann sich jetzt auch noch wirklich geliebt fühlen, da niemand es so nimmt, wie es ist. Freunde, Eltern, Lehrer, alle bewerten es nur noch an dem, was es leistet. Und so hat sich die kleine Ich-Struktur komplett gebildet und die innere Trennung hat stattgefunden. Und es sieht nur noch, wie es am besten für alle Menschen und vor allen Dingen auch gesellschaftlich dasteht. Aus dem Ego heraus und völlig unbewusst hat sich jetzt das Alltagsbewusstsein gebildet, das dafür geeignet ist, den Arbeitsalltag zu bewältigen und sich möglichst gegen alle die zu verteidigen, die es nicht mögen. Und um all die Verletzungen zu empfinden, die sich aus den ganzen Konditionierungen ergeben haben. In der Ego-Struktur spricht die Identifikation mit dieser materiellen Welt und auch dem Körper, ist dieses Besitzdenken und das Ich-Denken als Einzelperson enthalten. Es begehrt all das, was es in dieser Welt gibt, und wenn es einen Menschen liebt, will es auch ihn besitzen, will ihn verändern, damit er zu ihm passt. Es hat Angst, Menschen und auch die materielle Sicherheit zu verlieren. Damit das nicht geschieht, kämpft es im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben. Und das Urvertrauen ist vollkommen weg und die Liebe etwas, das dieses Wort gar nicht mehr verdient. Dann jedoch kommt der Moment, an dem etwas anderes anfängt zu schreien, um sich Gehör zu verschaffen. Das innere Kind, das geliebt sein will, das nach wie vor vollkommen rein und heil als Kern immer noch vorhanden ist. Doch wir hört schon diese Stimme wirklich, die wie ein Baby weint. Hörst du mich nicht? Habe doch Vertrauen in mich und fürchte dich nicht, denn ich liebe dich. Nehme mich in den Arm und liebe auch du mich. Ja, da schlummert nach wie vor das Urvertrauen und die Liebe in dieser leisen Stimme. Das ist der Text, den ich dazu einmal verfasst habe, in Bezug auf dieses Urvertrauen, das einfach in uns vorhanden ist. Und durch das Ganze, was wir hier auf der Erde lernen, komplett zerstört wird. Ich habe das damals erkannt, wie ich dieses Licht gesehen habe, dass wir alle dieses Licht, diese Liebe mit uns auf die Erde bringen und durch all das, was wir hier lernen, nach und nach nicht zerstört wird, sondern in den Hintergrund gedrängt wird. Und eben die eine Seite in uns massiv gefördert wird. Viele sagen auch, es ist der tierische Aspekt in uns, diese dunkle Seite. Dieser Überlebenskampf, der dadurch stattfindet. Und die andere Seite in uns, die eben dieses Urvertrauen noch hat. Und wenn man anfängt, nach und nach das, was man gelernt hat, wieder aus sich herauszuholen, aufzulösen, dann kann auch wieder die andere Seite stärker in uns hervorkommen. All diese Dinge, die habe ich einfach aus mir heraus erkannt. Auf diesem Weg, wo ich mir auch meine Kindheit all das angeschaut habe und mir ist nach und nach klar geworden, was auch ich mit meinen Kindern gemacht habe. Völlig unbewusst, weil ich es nicht besser wusste. Und auf dem Weg, den ihr alle geht, geht es genau darum, dieses Ganze wieder aufzulösen. In der Liebe, nicht indem ihr es vergesst, indem ihr es in den Hintergrund drückt oder nicht wahrhaben wollt. Denn all das, was man nicht haben möchte, das verstärkt sich automatisch.
Es darf auch gerne angerufen werden. Wenn Fragen zu diesem Urvertrauen sind. Ja, und dadurch, dass dieses Urvertrauen zerstört wurde, hat eben diese innere Trennung, die in jedem Menschen automatisch geschieht. Da kann sich keiner von freisprechen. Da kann niemand sagen, nee, das ist bei mir nicht geschehen. Es geschieht einfach in dieser Gesellschaft. Es kann gar nicht anders sein. Und dieses Urvertrauen wieder in sich herzustellen, indem man ins Vertrauen geht, ins Vertrauen in das, was du selber bist, was jeder selber ist. Weil wir sind ja dieses Leben. Wir sind ja Leben. Und nicht das, was wir hier angeblich auf der Erde leben. Das ist nicht das Leben. Ich habe erst erkannt, was Leben wirklich ist, nachdem ich mich erkannt habe. Kleinen Schluck mal trinken. Und dadurch, dass ich all das aufgelöst habe in mir, in der Liebe, indem ich es angenommen habe und dafür dankbar sein konnte, für all das, was ich erleben durfte, und allen wirklich alles vergeben konnte dahingehend, dadurch hat sich die innere Trennung aufgehoben bei mir und hat sich das kleine Ich in der Liebe komplett aufgelöst. Es geht nur über den Weg, wenn man mit der Selbstliebe bei sich anfängt. Mit der Selbstliebe zu sich anfängt zu arbeiten, an der Selbstliebe. Weil diese Selbstliebe ist für mich identisch mit dem Urvertrauen. Und über diese Selbstliebe löst sich dieses kleine Ich nach und nach auf, indem man sich so liebt, wie man ist. Einfach so liebt, wie man ist, egal wie man ist. Denn wenn man etwas an sich ablehnt, dann verstärkt es sich halt eben. Und die Heilung des inneren Kindes ist das, was ich als das erkannt habe, was ganz, ganz wichtig ist auf diesem Weg. Ja. Und die Heilung des inneren Kindes geschieht dadurch, indem man anfängt, bei sich zu schauen, was in einem vorgeht. Ja. Und das ist nur dann möglich, dadurch möglich, dass eben, Michaela, du hast die Nummer falsch geschrieben. Gucke mal. 02603, nicht 02403. Ja, und der erste Schritt, dieses kleine Ich, diese dunkle Seite in uns zu erlösen, beginnt dadurch, indem man für alle Gefühle, alles, was in einem vorgeht, die Selbstverantwortung übernimmt, indem man aufhört, sich selbst schuldig zu fühlen, Schuld zu verteilen, indem man aufhört, aus der Opferrolle zu gehen. Und anfängt, sich das anzusehen, was in einem vorgeht, um dann in die Kindheit zurückzugehen, um zu erkennen, wo kommt das her? Wieso bin ich jetzt traurig? Wieso fühle ich mich jetzt verletzt? Denn das Wesen, was wir wirklich sind, das kennt nicht Vergangenheit, das kennt nicht Zukunft. Es kennt nur das Jetzt. Und wenn heute etwas geschieht, was dich innerlich verletzt, liegt das daran, weil genau dieses Gefühl, das einmal schon mal in dir gewesen ist, in dem Moment hochkommt, wo eine ähnliche Situation, die dieses Gefühl zum ersten Mal hervorgerufen hat, wieder in dir hochsteigt. Das heißt,
das kleine Ego ist absolut nötig, um all das zu erkennen, woher diese ganzen Dinge kommen. Denn nur es ist da, nur das ist, kann ich all das, den Schmerz fühlen lassen, der durch die innere Trennung in dir durch die innere Trennung geschehen ist. Und wenn ihr in eure Kindheit hineinschaut, wie waren eure Eltern? Habt ihr euch immer absolut geliebt gefühlt? Diese Verlustängste, die ihr habt, jemanden zu verlieren, diese Liebe, die ihr sucht. Das immer, es ist die Suche nach eurer zweiten Hälfte, die ihr vergessen habt, die durch das kleine Ich, durch die Identifikation mit dieser Welt verloren gegangen ist, beziehungsweise die ihr vergessen habt, dass es sie noch gibt. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Ja. Bin ich bei Kristall TV? Ja, bei der Elisabeth bist du. Ja, okay. Ja, es geht darum, dass ich die Sendung jetzt live sehe und ich habe gelesen, dass man auch anrufen kann. Ja, darf man. Darf man. Wenn man Fragen zu dem hat, was ich gerade gesagt habe, oder allgemein, was jetzt das Ego betrifft, beziehungsweise das kleine Ich. Ja? Genau, das Ego ist für mich auch ein wichtiger Punkt, weil ich ein starkes Ego habe. Ja? Ja, ein starkes Ego ist auch sehr gut auf diesem Weg zu sich selbst. Denn ohne ein starkes Ego ist es sehr schwierig, das alles zu erkennen, was in einem vorgeht. Ja, aber das Ego stört doch in vielen Fällen. Bitte? Das Ego stört in vielen Fällen. Das stört? Ja. Magst du es nicht? Ja, dann verstehe ich das falsch. Also ich habe eine Bekannte, mit der ich mich unterhalte über dieses Thema und die sagt mir, du bist immer im Ego, du bist oft im Ego und das ist nicht gut. Ja, dann würde ich deiner Bekannten mal sagen, dass das nicht unbedingt so richtig ist, was sie sagt. Denn ohne das Ego kannst du gar nicht erkennen, was in dir vorgeht. Ja? Ah, gut. Ja. Ich erkenne das natürlich. Ja? Klar, ich erkenne, früher habe ich das nicht so erkannt, aber seitdem ich mich mit vielen Sachen beschäftige, dann erkenne ich sehr viel, ja, genau. Mhm. Zum Beispiel, wenn du über irgendjemand dich ärgerst oder wütend wirst, ja? Ja, genau, richtig. Ja, dann sind diese Dinge alle irgendwann in dir entstanden. Meistens geschieht das in der Kindheit. Ja, richtig. Ja? Ja. Und wenn du dich nicht über irgendetwas ärgern kannst oder aufregen kannst, ja, kannst du nicht erkennen, woher das kommt. Und dann kannst du das auch nicht für dich erlösen. Okay. Und du darfst und diese Gefühle auf gar keinen Fall ablehnen, denn das, was du ablehnst, das verstärkt sich ganz automatisch. Okay. Es geht nicht darum, es abzulehnen, sondern um zu sagen, oh, das Ego ist böse, das darf ich nicht haben, sondern ganz im Gegenteil, sei froh und dankbar, dass du es hast, damit du für dich erkennen kannst, woher kommt das alles. Damit du in die Liebe gehen kannst und das, was in dir hochkommt, eben anzuerkennen und nicht abzulehnen. Ja, dass ich ja auch nachher also in die Liebe gehen kann, genau. Genau. Das ist der Punkt, aber dieser Übergang von dem Erkennen in die Liebe, da habe ich schon meine Schwierigkeiten. Mhm. Weil ich leider oft wieder mal nachtragen oder ich kann nicht loslassen. Mhm. Verzeihen vielleicht. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ich weiß, dass das nicht sehr einfach ist, dieses Loslassen. Dieses Loslassen geschieht, indem man eben, wie gesagt, wenn man sich ärgert oder aufregt oder wütend wird oder traurig ist, sich in die Kindheit mal versucht zurückzugehen und guck dir die Situation an, wo das entstanden ist, dieser Emotion in dir aufgestiegen ist. Okay. Ja?
Schau dir diese Situation an und dann versuch einfach in die Kindheit oder in die Erinnerung zu gehen, wo ähnliche Situationen entstanden waren, die auch dieses Gefühl in dir erzeugt haben. Möglichst, wo es das erste Mal war. Ja? Wenn es zum Beispiel das Gefühl der Verletzung beziehungsweise des, der mag mich nicht, ja? Oder der kann mich nicht leiden, ja? Dann kam irgendwann in der Kindheit erst das erste Mal dieses Gefühl auf. Und das ist regelrecht einprogrammiert worden in dir. Und das steigt jedes Mal in Situationen auf, wo du das Gefühl hast, da mag mich jemand nicht. Auch wenn das nicht stimmt. Ja, weil es kann sein, dass dieser Mensch irgendwas zum Ausdruck bringt, das sich daran erinnert. An diese Person, die das erste Mal das Gefühl in dir auslöste. Ja. Okay, da Und, muss ich dann auch zurück in die Kindheit. Also viele Sachen weiß ich, ja. die kommen aus der Kindheit, ja, zum Beispiel Bitte? Katastrophen bei mir. Ja. Da bin ich immer noch dran, das zu bearbeiten. Und ja, das ist okay. Weißt du, und wenn du dieses Gefühl, das da gerade aufgestiegen ist, ablehnst, ja, wie willst du erkennen können? Ja, woher es kommt? Aber das Ja, ist bei um zu mir erkennen, normal, dass dass dieser Mensch in dem Moment gar keine Schuld daran hat, dass dieses Gefühl in dir aufgestiegen ist, sondern dass du ganz allein auch für dieses Gefühl verantwortlich bist. Weil du lässt es ja zu. Nur weil dieser Mensch dich an irgendetwas erinnert, das du irgendwann mal erlebt hast, was aber schon lange, lange vorbei ist. zum Beispiel, ich habe einen Freund, der erinnert mich an meine Mutter. Ja, siehst du? Das kann sein. Das sind so Anteile, die ich bei meiner Mutter nicht mag. Siehst du? Genau. Ja. Und so kann das eben bei jedem Menschen, der irgendetwas in dir aufrührt, das Emotionen sind, sprich Emotionen der Angst, der Wut, des Zorns, ja, davon spreche ich, die dich an irgendetwas erinnern, was in deiner Kindheit geschehen ist. Und dadurch, dass das, was wir wirklich sind, gar keine Vergangenheit kennt, kommen genau diese Gefühle dann in dem Moment auf. Ja? Und du glaubst dann in dem Moment, es ist jetzt, jetzt geschieht genau das nochmal, was damals geschehen ist. Okay, und dann, wie löst man das? Wie geht man, oder wie, man nimmt das Gefühl an? Man nimmt das Gefühl an und sagt, ja, das bin ich. Lehne es nicht ab, das bin ich, das ist ein Teil von mir. Und ich darf mich dennoch so lieben. Egal was da kommt, darf ich mich lieben. Ja? Das fasse ich nicht so, Und genau. weil du kannst in dem Moment ja auch nichts dafür, dass das Gefühl aufstieg, weil es ist eine Konditionierung, die damals stattgefunden hat. Und sie kommt halt einfach, ohne dass du etwas dafür dagegen machen kannst. Sie steigt einfach in dir auf. Wenn du aber jetzt sagst, nein, ich will dieses Gefühl nicht haben, behältst du es. Nimmst du es dankbar an, weil du damit erkennen kannst, dass es eben aus etwas kommt, was schon lange, lange vorbei ist und du trotzdem noch da drin hängst. Ja? Indem du dir sagst, oh Gott, warum habe ich dieses Gefühl? Es ist ja schon lange vorbei. Ja? Und du dir auch vergeben kannst, dass diese Gefühle in dir aufkommen. Nee, aber Und ich, ich ärgere mich darüber, dass ich so ein Gefühl habe. Also ich ja. finde es nicht gut, dass ich solche Gefühle habe. Am liebsten hätte ich noch schöne Gefühle Ja, danach, ne? ja. Und dann ärgere ich Und mich genau darüber, das dass das verstärkt Ding diese nicht Gefühle. aufgeht. Genau das verstärkt sie. Ja? Und von daher ist es wichtig, nicht zu sagen, nee, ich will das nicht haben, sondern du bist das einfach. Es gehört, ist ein Teil von dir. Ja, Ja? okay, Wenn ja. du es ablehnst, verstärkt es sich. Wenn du aber sagst, ja, ich nehme es an, ich darf es lieben. Denn das ist ja auch ich. Es ist ein Teil von dem, was man Kindheit nennt. Da ist es das erste Mal geschehen. Ja? Denn wenn du einen Teil von dir ablehnst, ja, kann keine Selbstliebe sein. Ja, genau, das Ja? ist das ja. Dann ist man nicht Und auch dieses Gefühl, das du in dem Moment vielleicht nicht magst, ja, okay, ja. bist du, ist ein Teil von dir. Wenn du Okay. es ablehnst, verstärkst du genau diesen Teil. Ja, verstehe ich jetzt. Ja, ich verstehe das schon. Das heißt, ich habe eine Weile gelebt, ohne das anzunehmen, also ohne das, ja, so, da war ich nicht in der Selbstliebe. Genau. Ja, ich habe jetzt schon mit vielen Menschen gesprochen auch, und die glauben auch, man sollte diesen Anteil einfach verdrängen, man will ihn nicht haben. Man Es will es geht aber nicht genau haben, der aber andere man Weg, weiß es ja? doch, dass man solche Gefühle hat. Also bei mir gibt es extrem, da denke ich, wie bin ich denn?
wie kann ich solche Gefühle haben, das ist doch schlimm. Oh, ne? Ja. Das ist genau das. Es ist nicht schlimm, dass du diese Gefühle hast. Denn sie sind ein Teil von uns. Sie sind Okay. einfach, sie sind halt nur mal, es ist nicht so, dass erst durch den Eintritt in diese Welt diese Emotionen auftreten, sondern sie werden hier einfach verstärkt. Dadurch, dass wir gelehrt bekommen, uns mit dieser materiellen Welt zu identifizieren und mit diesem Körper zu identifizieren. Ja. Dadurch sind all diese Emotionen verstärkt worden. Sie sind schon immer ein Teil von uns. Aber man kann sie nur auflösen, indem man sie anerkennt, dass sie da sind. Ja? Je mehr solche Gefühle auftauchen und man sie annimmt, desto weniger oder ja, Ja, genau. Und indem du jedes Mal hinschaust, woher das kommt. okay. Ja? Nicht ablehnen, sondern von Herzen lieben, dass das, weil es ist, bist ja du. Es ist ein Teil von dir. Und Stimmt, ja, stimmt, klar. Man will aber auch noch die schönen Anteile haben und die, naja, ne, aber okay, die Weil gehören auch dazu. die Schattenseiten können sich nur dadurch auflösen, Wahre indem oder du sie Einleuchtung liebst. Ja? über Schattenseiten. Ja? Wahre auch, Du genau. kannst dich nur lieben, wenn du beides liebst. Weil wir haben nun mal beides in uns. Ja? Und die Schattenseiten lösen sich über die Selbstliebe auf. Ja? Okay. Über das Licht, das du ja auch bist. Du bist ja nicht nur Schatten, sondern auch Licht. Ja? Du bist ja nicht nur kleines Ich, sondern auch das andere Ich, das große, das Liebe ist, das bedingungslose Liebe ist. Ja? Und nur über die bedingungslose Liebe löst sich genau das auf, was in dieser Welt agiert und das in dieser Welt, sich mit dieser Welt identifiziert. Ja? Und es ist auch wichtig, dann eben diese Identifikation mit diesem Körper aufzugeben, mit diesen ganzen Verletzungen, die in dir stattfinden. Ja? Ja, das kommt hoch, das merke Diese ich auch. Identifikation mit der Vergangenheit, Weil ich ja? viele Verletzungen gehabt habe und dann gelitten habe und ja, und dann kommen solche Gefühle hoch, aber die man drängen, ja, richtig. Ja. Weil Okay. sich dann auch zu sagen, in dem Moment, wo diese Gefühle kommen, du kannst nichts dafür. Du sagst ja nicht so, jetzt kommt dieses Gefühl hoch, sondern es kommt ja einfach. Aber Ja? hinterher finde ich mich ganz schlimm. Also ich denke, oh Gott, was hast du da gemacht? Wie hast Nein, du nein. reagiert und Ja, das so? machen ja auch so viele, sich so verurteilen, sich schlecht fühlen dafür. Du hast keine Schuld, niemand hat eine Schuld daran. Weil es sind eben Konditionierungen, es sind Programme, die einfach geschehen sind. Ja? Dadurch, dass du vergessen hast, wer du bist, ja, kommen sie einfach auch hoch. Ja, ich Ja? befasse mich jetzt mit diesem Thema auch. Ja? Wer du bist. Das ist mit, also aus meiner Sicht ist es mit das Wichtigste überhaupt. Ja? Ja. Dieses eine Seite, die in uns ist, die sich eben mit dieser materiellen Welt identifiziert und mit dem Körper identifiziert, eben in der Liebe aufzulösen, zu erlösen. Ja? Und damit hört jede Identifikation mit der Materie und mit dem Körper auch auf, irgendwann. Ja? Ja, gut. Weil wir sind zwar in dieser Welt und wir leben auch in dieser Welt. Wir haben diesen Körper, aber wir sind das nicht. Wir benutzen es, diesen Körper, damit wir uns erleben und erfahren können. Wir brauchen uns aber nicht mit ihm zu identifizieren. Ja? Und genau das ist ja auch, überall hört man, diese Welt ist eine Illusion. Ja? Für mich ist sie nicht eine Illusion in dem Sinne, wie sie überall vertreten wird, sondern für mich ist die reine Identifikation, ja? Mit diesem Körper, diesem kleinen Ich. Und die Identifikation mit der materiellen Welt, dieser Glaube daran, dass nur diese Welt für uns real ist, dass das die Realität ist, dass das das Leben ist. Das ist für mich die Illusion. Naja, okay, gut, das stimmt. Ja? Ja, das ist interessant. Ansonsten, Also ich, wieso haben wir uns diese ja. Welt ja erschaffen? Sie ist ja da, damit wir in ihr sind und in ihr leben und uns erfahren und weiterentwickeln. Dafür ist sie ja da. Klar, sonst wären sie auch nicht da. Genau, ja. Ja, aber okay, ich sage auch oft, das ist auch eine Illusion. Ja, stimmt. Diese Welt ist ein Bewusstseins, wie soll ich sagen, sie entsteht in unserem Bewusstsein,
Man könnte sie in dem Sinne schon als Illusion bezeichnen, die materielle Welt, weil es gibt ja nicht wirklich Materie. Trotzdem hat sie für uns eine Wirklichkeit. Denn wenn du dir an deinem Körper wehtust, dich schneidest, blutest du, tut es dir weh. Deswegen hat sie für uns eine Wirklichkeit. Ja, nur die Identifikation mit ihr, das sehe ich als die wahre Illusion an. Verstehst Ja, du? verstehe ich. Oh ja, Ja? damit habe ich mich noch nie so richtig befasst. Ein Mensch, der überfahren wird, wird überfahren. Der fühlt das, der spürt das, der hat Schmerz. Ja, klar. Ja? Also hat sie für uns eine Wirklichkeit, sonst würden wir das ja gar nicht erleben. Es ist die Identifikation des kleinen Ichs mit dieser Welt, weil uns von klein auf beigebracht wird, nur diese Welt ist real. Ja? Und sieh zu, dass du in dir zurechtkommst und in ihr, damit du in ihr existieren kannst. Und dadurch geschehen ja all diese Dinge in dieser Welt. Ja, all das, was hier geschieht, geschieht allein dadurch, dass die Identifikation damit ist. Und Ja. identifiziert man sich nicht mehr damit, hört jeder Kampf einfach auf. Man geht in den inneren Frieden. Ja, das ist, was ich gern möchte. Weil, genau, ich habe den Eindruck, permanent nicht. Ah, weniger, weil ich mir auch natürlich viel Gedanken Ja, mache. die Identifikation mit Ja, dem Körper und dieser können Welt, Sie das mich dann. erzeugt den Kampf in dir. Weil du immer glaubst, du musst kämpfen in dieser Welt, um etwas darzustellen, um etwas zu sein. Ja? Ja? Aber in dieser Welt kannst du nicht sein, weil sie ist ja so gesehen, Materie kommt, Materie geht, sie ist ja alles in dieser Welt ist vergänglich. Das, was nicht vergänglich ist, das, was du wirklich bist. Und all das, was du in dieser Welt gelernt hast und erfahren hast und dich weiterentwickelt hast, das ist das, was Wirklichkeit ist. Das, was auch wirklich Bestand hat. Wenn du irgendwann mal diesen Körper verlässt, nimmst du das mit, was du an Erfahrung gesammelt hast. Das nimmst du mit und das bringst du wieder mit, wenn du wiederkommst. Ja, aber diese permanente Kampf, ja genau, da bin Hm? ich auch, da möchte ich auch weg von diesem Kampf. So, wenn Ja, ich. diese Existenzangst, die auch dadurch entstanden ist, dass das Urvertrauen verloren gegangen ist. Das Urvertrauen Bei mir darin, in total. das Leben, das wir selber sind. Ja? Jeder ist dieses Leben. Dieses eine Leben, das Wirklichkeit ist. Hat das damit zu tun mit diesem Urvertrauen, dass man, wenn man das hat, dass man so im Fluss, sozusagen im Fluss Genau, des Lebens dann geht? richtig. Urvertrauen setze ich gleich mit bedingungsloser Liebe. Ja? Mit dem Vertrauen dahin, dass einem alles gegeben wird, was man benötigt. Ja? Dass man nicht kämpfen muss um alles. Und selbst wenn man mal nichts hat, ja? Da befasse ich mich mit diesem Gedanken kämpfen, weil ich den Eindruck habe, besonders vielleicht weniger doch auch, ja, in diesem Kampf, ständig in diesem Kampf unterwegs. Sich ständig Gedanken und Sorgen macht, was ist morgen, was ist übermorgen, was kann geschehen, ja? Angst um diesen Körper hat, um Krankheiten. Das ist alles dieses kleine Ich oder kleine Ego, ja, das sich ständig Sorgen um alles Mögliche macht, das ständig in der Vergangenheit hängt, ständig in der Zukunft hängt und Ja, vergisst, in der dass es Vergangenheit heute, versuche ich vergisst einfach heute zu dann, sein, da wäre heute ich zu ja doof. leben. Ja, genau. Ja? Dass in Wirklichkeit nur das jetzt dieser Augenblick zählt, in dem Moment, wo wir zwei sprechen, nur das ist für Wirklichkeit für dich. Alles andere kann man gar nicht Hier und planen. jetzt, ja, genau, diese Hier und jetzt. Ja. Genau. Und dann hört jeder Manchmal, Kampf hört dann auf einfach. auch zu sagen, okay, es ist heute und morgen ist wieder morgen, ja. Ja, genau. Aber heute, im Prinzip, was wir heute erleben, ist es die Vergangenheit von morgen. Ja, natürlich. Also das Aber es heißt, ist wenn wir vorbei, heute es den ist Tag nicht mehr da, es ist sehen, weg. Ja? also Nur unser Bewusstsein, es hängt immer wieder in der Vergangenheit, in dem, was geschehen ist, obwohl es gar nicht mehr da ist. das ist Was nicht mehr bringt da, es richtig. einem? Ja, es bringt einem ja gar nichts. Ja? Du hängst immer wieder in Gefühlen rum, in Emotionen herum, die gar nicht mehr da sind. Vergangenheit geschehen sind, Ja, ja. die schon lange vorbei sind. Aber sie werden immer wieder erzeugt in dir, weil eben diese Konditionierung in dir ist und immer wieder hervorgerufen werden. Oder indem du zum Beispiel, wenn deine Eltern etwas bei dir gemacht haben, deine Mutter, dein Vater, egal, was dir wehgetan hat, was dir Schmerz zugefügt hat. Und es kommt da heute, ja, heute in dem Jetzt, kommt ein Mensch, der so Ähnliches macht. Und dann wird genau dieses Gefühl wieder hervorgerufen. Ja, richtig, Ja? Weil du glaubst, oh je, da hat mir jemand als Kind etwas Schreckliches angetan. Wieso hat meine Mutter mich so behandelt? Wieso hat mein Vater mich so behandelt?
Ja, und wenn man jetzt da hingeht und hinschaut, ja, meine Mutter und mein Vater, die konnten ja auch nicht anders handeln, weil sie wussten es ja einfach nicht besser. Ja, nee, das ist Weil bei sie, denen auch auch die klar. haben es von ihren Eltern gelernt, Genau, sind die in diese haben dann auch. Gesellschaft hineingeprägt worden. Also im Prinzip, wir können nur das besser machen. Ja, Ja, ja. ne? Genau. Genau. Und Also wir können da. wenn du diese Vergangenheit einfach loslässt, in die Vergebung und in die Dankbarkeit gehst, dass du all diese Dinge benötigt hast, um zu lernen, ja, aus ihnen, ja, dass da niemand ist, der einen Fehler machen konnte, auch an dir nicht, weil das alles dir dient. Jedes Erleben, jedes Ereignis dient dir einfach. Es so zu sehen, es hat dir gedient, um anfangen, dich anzusehen, hinzusehen. Dich wahrzunehmen. Ja, das ist sehr interessant. Aber ich befasse mich schon, ja, ein paar Jahre schon damit. Es kommt mehr so, wie sagt man, so Aha-Effekte, ne? Wo ich denke, ah, jetzt verstehe ich. Also, aber das Umsetzen, das was lang gedauert, also, ja, Es ist ein Prozess. das ist ein Ja, es Prozess. ist ein Prozess. Ja, Also und gerade in in der diesem letzten Jahr, Prozess. weil ich festgestellt habe, oft, dass ich diese letzten Behörden, was geschrieben wurde, oder dass ich mich in diesem Kampf genossen habe. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Also ich mache auch Fortschritte, aber okay, das geht sehr langsam. Ne? Ja. Und, ich Und denke, es lebt sich dann natürlich auch viel besser, wenn man daraus aus dem Kampf und wenn man in der Selbstliebe ist, dann denke ich, das Leben auch hat eine andere Dimension. Ne? ja, ganz wichtig ist es, Mit viel Geduld mit anderen sich zu auch, haben. Viel Geduld mit nicht sich nur zu mit sich haben. selbst, auch mit anderen Menschen. Bitte? Okay, gut. Ja. Ich danke dir und danke für die Sendungen, die sind wirklich toll, alle Ja. wirklich sehr schön. Und da lerne ich Wenn sehr ich dir ein viel. bisschen weiterhelfen konnte, finde ich das auch sehr Vielen, schön. vielen Dank. Ja, bitte. Und Ja. tschüss. Schönen Abend noch. Ja, Tschüss. ihr auch. Ja. Guten Abend. Tschüss. Ja. Wenn noch jemand anrufen möchte und Fragen hat. Über das Urvertrauen. Das ist in uns, also wie ich finde, ziemlich brutal zerstört wird. Aber wie ich eben das sagte, auch unsere Eltern, all die Menschen, die uns so erzogen haben, beziehungsweise versucht haben, uns zu erziehen, sie wussten es ja nicht besser. Ihnen ist ja gar nicht bewusst, dass mit dem Baby, mit dem kleinen Körper, der in diese Welt kommt, etwas Großartiges in diese Welt kommt. Ja? Und es wird geglaubt, wir müssen dieses Kind erziehen. Wir wissen, wir die Erwachsenen, wir wissen besser, was gut für die Kinder ist. Und die Kinder werden einfach nicht gefragt. Sie werden einfach nicht gefragt, was sie für sich als richtig empfinden. All diese Vorgaben, die gemacht werden, führt die Kinder immer mehr von sich weg, immer mehr von sich weg, sodass sie vergessen, wer sie wirklich sind. Und dadurch geschieht eben die innere Trennung. Fühlen die Menschen sich nicht nur innerlich getrennt, sondern auch von allem da außen getrennt. Von allen Menschen getrennt. Glaubt, er ist ein Ich, eine Person, um die es sich in dieser Welt dreht. Doch in Wirklichkeit gibt es ja gar nicht diese Person. Es ist nur das eine, das sich in diesem Körper, in diesem Ausdruck zeigt, um sich zu erleben und zu erfahren. Jeder ist das eine. Ja. Aber durch die Identifikation mit der Materie, mit dem Körper, bildet sich eben dieses kleine Ich,
kommt die dunkle Seite aus uns immer mehr hervor. Und das Urvertrauen geht verloren. Melanie, das macht mir keine Mühe. Weißt du, wenn man einmal erkannt hat, was wir wirklich sind, was im Hintergrund in jedem Menschen wartet, darauf, dass es zum Erblühen kommt, dann macht man das Ganze alles in Liebe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das an Menschen weitergeben darf, die bereit sind, zuzuhören in dem, was ich zu sagen habe. Und es werden immer mehr Menschen, die die Bereitschaft zeigen, das zu entdecken, was sie wirklich sind. Und ich fühle es einfach in mir, dass die Zeit da ist, dass wir einander in Liebe, immer mehr in Liebe uns zugetan sind, dass dieses kleine Ich aufhört, diese Welt zu beherrschen. Wenn keiner mehr Fragen hat, jetzt über das Urvertrauen an sich, wie das geschieht, dass eben das kleine Ich sich bildet, ja, habe ich momentan nichts mehr zu sagen. Morgen Abend werde ich wieder auf Sendung gehen. Ich gucke mal, was ich da mache. Wahrscheinlich werde ich dann mal an das, was ich eben schon versucht habe zu erklären, an das, was man überall Spiegelgesetz nennt, ein bisschen näher erklären, weil viele kommen damit gar nicht so richtig klar, was das überhaupt bedeutet. Sich in anderen Menschen zu spiegeln und dass man alles das, was man im Außen glaubt zu erkennen, Teile in einem selber sind. Ja, sicher, man darf mich auch später noch anrufen. Ansonsten würde ich dann hier jetzt erstmal beenden und morgen Abend dann weitermachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder alle da seid. Um 20 Uhr morgen Abend. Ich grüße euch dann von Herzen und nehme euch voller Liebe in den Arm, dass wir alle irgendwann uns nur noch in Liebe anschauen können. In Liebe und Dankbarkeit, in dem, was wir alle sind. Schönen Abend euch noch. Und wenn noch jemand anrufen möchte, weil er in der Sendung nicht wollte, darf er das gerne tun. Tschüss von Herzen an euch alle.